bis er aus ist, Mensch. Nein, ja, wir machen durch Uhr. Bis 22 Uhr. 36 Stunden halt. Warum steht das auf dem Titel 36 Stunden Stream? Genau. Ich glaube, du bist jetzt auf der Map spielbar. Ich sehe einen weißen Punkt. Ja, genau. Ich habe dich auch gehighlightet. Also ich fahre jetzt aber schnell zum Flughafen. Nur mal kurz mein Fahrzeug. Ja, du kannst doch schnell zu mir kommen. Highlight. Ich will dir nur was zeigen. Du kannst dein Fahrzeug ja, komm ja auch kommen lassen. Ja, eben. Ja, aber das beim Flugzeug wird es am Flughafen so, abgestellt Flugzeug. Am nächsten. Aha, da muss man okay. da erst hinfahren. Mhm. Ich habe Fahrzeug verstanden. Ja, Kunterbund, da stimme ich zu. Russland war eins der wenigen Lieder, die gut war. Ich bin vor allem mutig, dass man sich als Russe hinstellt und ein Friedenslied singt, während Putin da so eine ja, Kriegspolitik macht. Dass die da noch ausgebuht wird, ist echt schlimm. Mhm. Und auch die Italiener waren nicht schlecht, aber ich muss sagen, Schweden, nee, das war absolut mies. Genauso wie Belgien, das haben sie auch so gehypt, fand ich beide Lieder absolut mies. Also ich fand die Finnen am besten. Ja. Ich fand auch Serbien nicht so schlecht. Also es gab ein paar, die jetzt okay waren, aber halt nicht so überragend, was ich mir für so eine riesige Musikshow vorstelle. Also ich sage euch das Beste der Besten vor und nicht so... Ich sage euch ganz Julian Power, das ist Absicht, dass Golf langweilig ist und dass wir das jetzt spielen, weil einige Leute wollten nämlich, dass wir Landwirtschaftssimulator spielen, weil die wollten was Langweiliges sehen zum Einschlafen. Jetzt spielen wir Golf. Genau. Wir hauen nachher schon noch ein bisschen auf die Pauke. Keine Sorge. Richtig, aber jetzt sollen erstmal die Leute, die jetzt schlafen wollen, die sollen jetzt erstmal richtig eingelullt werden, dass er, also nicht angelullt, sondern eingelullt zum Pennen, ne? Und so. Genau, damit sie schön schlafen können. Was mich am ESC immer noch am meisten aufregt, ist diese ganze Punkteschieberei. Also es ist ja eigentlich heißt, Politik soll nichts bedeuten, aber es ist die ganze Zeit ist Politik drin. Es geben sich die ganze Zeit irgendwie die kroatischen, ehemaligen jugoslawischen Staaten geben sich untereinander die Punkte. Zypern gibt natürlich Griechenland Punkte, Griechenland, Zypern. Deswegen deswegen wünsche ich mir auch die Jury zurück. Also Telefonanrufe, my ass, ne? Aber die machen halt auch. Es ist ja 50-50, es ist 50% Jury. Ja. In jedem Land gibt es eine Jury, die das abstimmt und halt dann noch die Telefonanrufe. Also ich sag's mal so, da ist auch, glaube ich, viel Geld im Spiel. Natürlich. Ja, klar. Abgesehen davon, also wenn ich sage, ich wünsche mir den klassischen Grand Prix de la Chanson, den Dingsbums da zurück, dann will ich damit nicht sagen, dass wir dann da irgendwie Helene Fischer hinschicken sollen oder so, aber wir haben in Deutschland sehr gute deutschsprachige Musiker, die wirklich das Potenzial hätten, dann auch mal wenigstens oben mitzuspielen. Ja, ich meine, man sieht's doch. Udo Jürgens hat damals gewonnen mit Schiri. Also, es geht ja, aber. Oder wenn du denkst, damals die Céline Dion für die Schweiz. Hallo? Weltstar. Mhm. War Dog, wo hast du den Helikopter gekauft? In einem Online-Shop. Welchen? Ich hab den noch nie gesehen. Den hatte ich nach einer Mission, da war der da drin und da habe ich den dann einfach mal gekauft. Hast du alle Heists schon durch? Ich habe alle Heists schon durch. Okay, dann krieg ich den erst, muss ich die Heist-Mission noch fertig machen. Nee, der hat den russischen, den MI-24 Hind. Aber was komisch ist, ich habe keine 2 Millionen oder so, aber ich habe keine Waffen an Bord. Was? Okay, das ist. Das ja, ich dachte eigentlich, der hat Waffen, für 2 Millionen vor allem auch, aber der hat keine Waffen, ich kann nicht schießen. Bist du schon zu zweit geflogen mit dem Ding? Oder nein. Siehst du? Weil du bist dann der Pilot und dann hast du noch einen Schützen. Und der Schütze, der bedient die Waffen. Da musst du aus dem Passivmodus rausgehen. Ich schieße dich eh nicht ab. Ja, warte, ich lande auf der Straße. So, Frage, ist Panzer weg. Von wegen, ja ob der Panzer. Tino nochmal wiederkommt, rechnet man nicht damit. Ja, es gibt dann auch noch den Valkyrie, da ist es auch so. Da ist der ist dann ein Viersitzer. Da ist der Co-Pilot hat eine Kanone. Und die zwei Seitenschützer haben jeweils eine Minigun. Genau. Wie es bei dem ist, weiß ich keine Ahnung. Und in diesem Hind-Verschnitt bist du der Pilot und der Schütze. Warte, ich gehe aus dem Passivmodus raus. Ja, Maluschka, ob wir noch Tennis spielen können? Nee, also nicht. Nee, das kann man nur zu zweit spielen. Das hier ist schon scheiße, weil man es nur zu viert spielen kann. Nee, ich habe keine Waffen. Warte. Ich gehe hoch. Nee, ich habe keine Waffen. Nichts. Ja, das ist eben die Scheiße. Unbewaffnet, dann kannst du wieder landen. Das finde ich schade, du siehst vorne die Kanone, aber kannst sie nicht einsetzen. Ja, das finde ich echt bescheuert. Ich habe für 1,5 Millionen den Buzzard gekauft. Ich wusste es ja nicht. Du kannst ich wusste es ja nicht.
Das Ding ist halt, er hat halt die fetten Raketenmagazine unterm Flügel, aber du kannst mit den Dingern nichts machen. Ja, die sind einfach nur aus der Phase. Geht auch nicht. Die macht auch nichts. Die macht auch nichts. Ich hatte ja aber heute schon jemand einen in der Dings drin, der hatte auch so einen, da konnte schießen. Da gibt's von den zwei Versionen, eine armed und eine unarmed. Es gibt ja auch vom Kuruma gepanzert, ungepanzert oder von diesen, dass man im zweiten heißt Klausen muss, dieses Geländewagen, den gibt's ja auch gepanzert. Also mit Kanone und ohne Kanone. Ich habe so mit Kanone gekauft. Naja, aber sonst wären doch nicht die, ich sag mal, sichtbar. Also die Raketen und. Ich habe gestern bei jemandem im Stream zugeguckt, der ist auch andauernd von einem gekillt worden, der ihn mit dem Hubschrauber verfolgt hat. Es gibt Kampfhubschrauber. Es gibt den Bussard, also den Little Bird, den kleinen. Und es gibt dann so einen Hui-Verschnitt, also diesen Vietnam-Helikopter. Und den der Spieler hat, ist halt dieser russische Kampfhelikopter, den sie Afghanistan das erste Mal eingesetzt haben, in den 80er Jahren. Der aus Rambo 3. Genau. Gibt's vielen Filmen. Also ich bin. Ja, ciao. Tschüss. Wie immer das war. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube erstmal keiner von uns. Findet hier was auch? Nee, wir sind alle da. Alle Wichtigen sind noch da. Wichtig. Wichtig. Hallo, jetzt wichtig sind. Der Pilot soll mal schauen, ob er mit den Waffen durchschalten kann. Wie mache ich das denn? Also mit dem Mausrad? Ich kann es halt nur, ich habe es mit X auf dem Controller. Oder Viereck. Also mit der Maus, mit Mausrad nach oben kannst du die Waffen durchschalten. Ah, aha. Ja, da sehe ich jetzt Kanone. Aha. Oh! Und wie kann ich jetzt schießen? Linke Maustaste wahrscheinlich. Linke Maustaste. Da passiert aber nichts. Dann kann das wiederum vielleicht nur dein Schütze machen. Du wählst es aus und der Schütze macht's, denke ich mal. Na klasse, okay. Lande nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ja, warte. Komm ein bisschen näher her zu mir. Komm näher. Komm her, und King Maxi hat in 7 Minuten Geburtstag. Wird gleich geil. 18. Na Party, wo bleibt die Kiste Bier? Oh, da fällt er mir ein. Er ist 16, er darf noch kein Bier. Ich darf mit 16 darf er. Darf kein harte Getränke. Achso. Ja, für 16 darf er. Okay. Ja, da kommt wieder so der kleine Mutterinstinkt wieder raus, wisst ihr. Und ist schon wieder der Bock. Aber naja, momentan ist er ja noch 15, da darf er ja noch nicht. ja, also doch nicht. Nee, ich kann nicht schießen. Stellt sich mir die Frage. Warte, ich hab jetzt mal ungelenkte Raketen. Singen wir dann gleich mal? Also wenn ihr das habt, dann könntest du auch benutzen, praktisch nur wie. Ja, warte. Ich lande da auf der Kreuzung vorne. Ja, warte, land hier einfach, Leute. Ich lande da auf der Kreuzung vorne. Ansonsten vielleicht mal Google anwerfen, wie man das Ding bedient. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht die Waffen erst ausrüsten muss oder irgendwie aufmunitionieren muss. Nee, nein, muss man nicht. Eigentlich, ja. So, warte, ich gehe raus, Moment. Und wieder aus dem Bunker. Ich kann durchschalten. Dass du nicht auf einer Seite wieder in den Bunker rein musst, du voll spielen. Ja, durchschalten kann ich auch gerade, aber. Hör, wieso kannst du schießen? Wieso kannst du mit meinem Hubschrauber schießen? Aber wieso kannst du das machen? Wieso? Ich schieß das mit dem Gamepad A, drück ich. Okay, mit der Maustaste ja. Geht's ja bei mir auch nicht, mit der linken. Okay, dann ist es eine andere Taste. Probier's mal mit der Leertaste mit Schießen. Wow, was ist das? Geht's ab. Das sah sehr gut aus. Bin explodiert. Ja, Spieler, du bist ein. Probier's mit der Leertaste. So hab ich's beim Buzzard im Spiel. Also bei mir gelegt. Ich weiß nicht, ob das Standard ist oder. Nee, rechte Maustaste. Ich hab's auch. Rechte Maustaste, ja. Okay. Alles klar. Ah, der ist gut, Leute. Ich brauche wen, der mit mir die zwei letzten Heists fertig macht. Ich möchte den Helikopter haben. Ja, ich. Ich habe Heist 1 und 2, glaube ich, gemacht. Ich, drei habe ich auch schon. Ich brauche halt drei Leute, die mit mir 4 und 5 machen. Das kann ich mit dir jederzeit, nur halt im Moment nicht, weil ich gerade mit Freunden zusammen gerade den Loyalitätsdings mache. Das heißt, wir müssen alle 5 Heists hintereinander mit derselben Team machen. Mit dem gleichen Team, ja, ich weiß. Ja, aber schau mal, wir haben den Doc, wir haben den Spielbill, wir haben den Weng, wir haben mich, sind 4 Leute.
Ja. Ja, theoretisch kann man auch mal heiß machen. Ja, da wäre aber, ich glaube, Doc, du bist ja nicht so im Schießen nicht so gut. Das ist halt im Moment jetzt halt bei mir nicht. Was soll das jetzt heißen? Ich könnte den Fahrer vielleicht machen. Ah, nee, ich bin auch nicht gut. Du musst auch schießen. So geht's einfach. Kann ich vielleicht nicht den Golflehrer spielen, in so einem Heist? Nein, gibt's auch nicht. Meine, beim Golf bin ich auch nicht gut, aber egal, da fällt sich so auf. Es ist fast immer jede Mission anders und fast jede Mission musst du schießen und teilweise auch ziemlich böse schießen, also. Weiß nicht, Jan, hast du nicht? Wir sind am letzten. GTA? Ja. Meinst du denn nicht, lieber Rocktox, dass wenn ich's hätte, dass ich jetzt mit euch zocken würde? Ich weiß ja nicht, vielleicht machst du eure Pause. Nee, ich hab's leider nicht. Aus dir. Denk's mir. Bei Games Planet. Und ein PC, der es aushält, auch noch. So schlimm wie damals GTA 4 frisst es nicht. Also GTA 4 damals war böse, wie es rausgekommen ist. Das ist ja auf keinem Rechner wirklich auf High gelaufen. Ging irgendwie erst 5 Jahre später. Welches jetzt? GTA 4, wie das rausgekommen ist. Das hat ja unwahrscheinlich viel Grafikkartenleistung. Bei mir nicht, nein. Also, ich weiß schon, weil sie irgendwie einen Fehler hatten, anfangs so die ganze Power von der Grafikkarte genutzt worden ist und der CPU fast nicht belastet wurde. Ja, V-RAM haben sie halt benutzt, aber ich hatte ja eine mit 1792 MB. Ja, also ich weiß, bei mir ist das perfekter schlimm. Treffer und mitten aufs Rough. Scheiße, ey. Geil. Es regnet auch noch, scheiß Wetter. Menno. Ey, bei mir regnet auch, yay. Ja, bei mir auch. Ja. Es regnet wohl. Es könnte daran liegen, dass es regnet. It's raining again. It's raining, man. Hallelujah. Nee, das ist was anderes. I'm golfing in the rain. I'm golfing in the rain. Das hat sich gar nicht mal so schlecht angehört, ey, gleich der Kanal zu. Scheiße, was mach ich denn für eine Hühnerkacke hier? Was ist das für ein Heißler? Bitte? Nee. Tatsache, rechte Maustaste ist es. War beides gut. Der Schauspieler ist so, versuchst du es in Rocktox. Der weiß immer, wie man schießt. Egal mit was. Auch ein schnelles Auto, ich weiß, wie man damit schießt. Und rein in die Pfütze und in den Bunker. Yay! Wie sollen wir da noch abhaken? Willkommen im Bunker, ich bin doch schon da. Aber die Logik, warum das im Hubschrauber schießen plötzlich rechte Maustaste ist, das kann mir keiner erklären, oder? Ich schieß mit dem Panzer auch wieder. Fipsi, das ist bei vergessen nicht den Wind mit einzurechnen, ich berechne ihn immer grundsätzlich falsch ein. Oh, das ist übrigens das letzte Loch hier. Wobei bei Kerbal Space Program funktioniert es ja auch immer ganz gut mit dem Winkel. Ja, macht die Automatik. So. Mir regnet's ins Knick, seh fix. Hey, da muss ich halt zu, Marek. Boah, fuck, das haben wir gedreht. Das ist die Position, die ist gut nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Ui, ich bin jetzt in der Pfütze. In der Latschen, bitte. Du bist in der Latschen. Pfützen. Na, Latschen. Pfützen. Latschen. Pfützen. Latschen. Pfütze. Latschen. Ruhe. Muss mich kondensieren. Was, kondensieren? Die bescheuerte Fahne. Ja, Doc ist ein Kondensator. Achso, na, weißt du Bescheid? B220 Mikrofahrrad. Hey. Ups. Das war die Laterne. Den will ich auch, den Heli, der ist cool. I'm singing in the rain. So, Happy Birthday und so da, ne? Also hier, wer war das überhaupt? XX King Maxi. Genau, der King Maxi. Happy Birthday to you. King Maxi, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Bring ihn ans Telefon. Wobei, wenn der morgen arbeiten muss, dann bringt er mich um. Morgen ist Feiertag. Der muss auch feiertags arbeiten. Das, Scheiße. Ein Millimeter vorm Loch. Kacke. Das ist am Flughafen so eine Sache. Aha. Das klingt ein bisschen zweideutig. Nein, feiertags fliegen keine Flugzeuge. Was? Der arbeitet. Du schließt nicht mal das Loch vor lauter Pfützen. Ja.
Paar wäre es noch gewendet. Ich glaube, damit habe ich die Runde gewonnen. Ganz knapp vor Trinity. Ja, ganz knapp. Ja, damit habe ich Geld gewonnen. Erster! Ja, du hast doch heimlich geübt, gib's doch zu. Ich spiele doch nicht doch macht nichts anderes in GTA. Wie meinst du, wie der seine 20 Level bekommen hat? Nur das Golfen. Ja, und Tennis spielen. Und Fahrradrennen fahren. So.